trittst, dann hol dir mal einen Kaffee. Ja, herzlichen Glückwunsch. Setz dich gerne hin. Wir haben gleich so im Bild sehen. Wir haben einen neuen deutschen Meister. Kandidatenturniersieger. Damit hast du dich für die deutsche Meisterschaft im nächsten Jahr qualifiziert. Ja, für die Meisterklasse, genau. Genau. Und hast du denn schon mal mitgespielt bei der Meisterklasse? Nein. Okay, erstmal hieß es ja immer German Masters und zweitens wurde ich nie gefragt, leider. Okay, das heißt, dieses Jahr das erste Mal dabei, also freust du dich wahrscheinlich sehr, dass es jetzt geklappt hat, oder? Ja, ich freue mich sehr, ich bin hochzufrieden. Okay, sehr schön. Ja, und ich dachte mir, vielleicht kannst du ja noch die Partie aus der letzten Runde zeigen, ja, genau. Denn es war ja klar, es war ja klar, du musst gewinnen, um noch Chancen zu haben, das Turnier zu gewinnen. Und wie bist du da rangegangen an diese Partie, wenn du weißt, okay, das ist jetzt ein Pflichtsieg für mich? Ja, genau. Ja, ich habe versucht, ich hatte ja ein FM mit fast 2-3 und auch noch einen Jugendlichen. Und da wollte ich ihn so schnell wie möglich aus der Theorie rausbringen, denn er hat relativ ausgeglichene Varianten in der Öffnung. Und, ja, okay, das ist ja schon mal ein guter Ich wollte mich Plan. Auch nicht zu sehr reinsteigern in die Vorbereitung. Das ist bei mir immer extrem, dass ich gerade in den letzten Runden vor der Partie am meisten aufgeregt bin und dann... Ja, dann schauen wir einfach mal rein, klick gerne mal mir durch. Wenn ich dann Varianten nicht merken kann, okay, dann habe ich halt Springer F3 gespielt, normalerweise spiele ich ja E4. So, D5, G3, dafür G4, das, ja, genau, das ist alles. Hast du so mit seinem Aufbau gerechnet, hat er das schon mal gemacht? Ach so, oder? Genau, ich habe eine Partie hier mit gesehen, mit Springer D7, D4, Springer B6 beispielsweise, also er hat verschiedene Sachen hier gespielt, war nicht so ausrechenbar in diesen Varianten, also das hat er mal einmal gespielt, dann weiß jetzt gar nicht, was er noch hatte. Möglicherweise, also ich hatte gedacht, ich habe gedacht, möglicherweise kommt auch Katalanisch. Also genau, den normalen Katalan hat er, kann man jetzt gar nicht. Ich mache einfach die Reihenfolge. Also dieses normale Katalanisch hatte er zweimal in dieser Meisterschaft auf dem Brett. Mhm. Und da ist natürlich in der Zugfolge, kann Schwarz halt mehr machen, als wenn es jetzt so kommt, dass ich erst irgendwie so spiele und dann D4 oder C4. Also sagen wir jetzt C4, okay, ja, hier kann er zwar D4 machen, aber ich hätte dann wahrscheinlich irgendwie sowas. Und da hat man ja auch immer ganz angenehme Stellungen, ja, D4, mit Weiß. Ja, genau, ja. Aber gut, so richtig, also ja das, nicht. Das hätte vielleicht kommen können. Ich weiß auch nicht, vielleicht hätte ich aber auch nicht C4, sondern irgendwie direkt auch hier, also. Aber du hast ja erstmal ohne. Ja, vielleicht hätte ich auch königsindischen Angriff gespielt. Aber gut, okay. Es kam halt Läufer G4, ist natürlich auch. Und in der Weltspitze ist es auch häufiger mal gespielt worden. Mhm. Ich persönlich mag den nicht so für Schwarz. Wenn ich jetzt Schwarz hätte, würde ich ihn nicht spielen. Mhm. Aber, ups, was habe ich jetzt gemacht? Oh, ach so, da sind Partien hier. Und, so, Springer D7 und ich meine, ja, und hier war also schon der erste. Also ich kannte Partien, mit Springer F6 und halt irgendwie mit H3 Läufer H5 und Rochade, Springer D7, D4, also sowas kannte ich ganz gut. Also das hatte ich auch dieses Jahr schon mal gespielt in Graz, aber ich glaube, die Partie ist nicht erfasst. Also die okay, das ist nicht natürlich immer ganz gut, ne, genau, wenn die sich dann darauf nicht vorbereiten können. Und vielleicht können wir mal ein bisschen vorgehen hier, wie die Eröffnung sich so entwickelt hat. Also es kam Springer D7, ja, hier habe ich halt irgendwie gedacht, dass er auf wenn ich D4 mache, dass er dann halt auch auf H3 nimmt und deswegen habe ich erst H3 gespielt und gucke halt, wenn er Läufer A5 macht, mache ich D4, wenn er nimmt, mache ich es halt ohne D4. So, schlagen, so, aber ich hatte hier auch nicht viel Ahnung von der Okay, aber ist halt eine spielbare Stellung, du bist aus der Theorie raus, das ist doch richtig. Genau das, was du wolltest. Richtig, ja, ist das, was ich wollte, so. Ja, hier gibt es nicht viel zu sagen, okay, Läufer E7 hat mich. Also den Läufer hätte ich eher auf C5 gestellt, aus seiner Sicht ist natürlich auch Läufer E7 spielbar, aber könnte ein Tempoverlust sein. Also okay, vielleicht hätte ich nach Läufer C5 dann auch mich anders aufgebaut, aber Läufer E7, E4. Ich hab nur kurz die Eröffnung nachgeguckt, scheint alles in Ordnung zu sein.
Und ich meine, du hast ja jetzt schon das Läuferpaar, so ist ja nicht, ne? Genau. Also ist ja ganz angenehm dann. Ja, ist halt nicht so viel los. Es ist nicht so klar, was die, also mir war nicht so klar, was mein Plan ist, aber ja, ich habe einfach mal A4 Springer C4 gemacht. Also theoretisch könnte ich auch probieren, irgendwie Läufer G2 und F4 F5 zu drücken. Mhm. Aber ja, weiß ich nicht, ob ich die Zeit dafür habe. A4, A5, Springer C4, so, ja, okay, hier hätte er zum Beispiel Läufer C5 oder Springer B6 machen können, ja, wahrscheinlich stehe ich hier ein bisschen besser mit dem Läuferpaar, und bei, ja, Läufer C5 hatte ich ja vor, glaube ich, Springer Läufer D2 oder irgendwas mit C3, B4 wäre auch eine Idee für mich. Ja, jedenfalls Springer C5 ist ja auch nicht schlecht. Läufer D2, genau. Springer E6, genau. Ja, und hier ist halt die Frage, okay, ich habe den recht schnell gespielt, aber ist halt die Frage, lasse ich Springer D4 zu oder nicht? Und, mhm. Ja, eigentlich sieht der Springer schon unangenehm aus auf, ja, D4, oder? Genau. Richtig, ja. Aber du hast mit Läufer C3 gespielt, ja, dachte, aber C3 wäre ja auch... C3 wäre gegangen. Dann geht er wahrscheinlich wieder zurück, vermute ich, um dann nach B3 zu gehen, und das kann ich natürlich auch, okay, dann kann ich, weiß ich nicht genau, okay, Springer A4 hätte er auch mal so als Idee, um den dann Turm schlägt A4, B5 wiederzuholen, war ich mir jetzt nicht sicher, was ich hier machen würde. Den Läufer E3, ach so, ja, doch, ich kann ja Läufer E3 spielen, er kann ja nicht nehmen, weil ich ja Läufer B6 habe, vielleicht hätte ich das gemacht dann. Mhm. Schick. Ja, vielleicht, also vielleicht war C3 genauer. Läufer E3 und oder Springer Läufer. B3 ist ja nicht schlimm, dann kann ich Turm D1 oder so. Aber Läufer C3 sieht ja jetzt auch nicht verkehrt aus. Mhm. Genau, das Springer ja D4, nimmt. E5, ja, okay. Und er hat, ja, ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie mehr Springer D5 gerechnet, aber Springer D7 war bestimmt besser. Und hier war, glaube ich, der einzige Moment in der Partie, wo ich so richtig lange nachgedacht habe, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Also klar, so Ideen, dass man halt mal mit F4, F5 spielt, also den Läufer weg und F4, F5, das ist halt, ja. Und ungleichfarbige Läufer sind ja besser für den Angreifer. Ja, das stimmt auch. Ja. Na, ich wusste halt nicht, wie ich das aufbauen sollte. Und er kann halt immer mal entweder Springer C5 oder Läufer C5 machen. Mhm. Muss ich auch immer beides rechnen. Und ich muss auch sehen, dass mein E5 nicht gleich wegfliegt, indem er halt irgendwie Läufer C5, Turm E8 macht. Ja, ich habe halt Läufer E4 gefunden und das scheint ganz gut gewesen zu sein. Kannst du auf jeden Fall F4 spielen mal. Ja, und ja, okay, wahrscheinlich wäre hier Springer C5 stärker gewesen. Ja, okay, Läufer E4 hat halt auch so Ideen, dass ich mal irgendwelche Felderschwächen hier provoziere. Du spielst hier schon am Königsflügel. Ja, eher am Königsflügel, genau. Springer C5 wäre halt möglich. Da hätte ich wahrscheinlich sogar F4 gemacht, also ich hätte, glaube ich, keine Angst gehabt vor dem Tausch. Aber weiß nicht, wie gut das ist, ob das hier... Ja, ob es nicht nach hinten losgehen kann. Ja, genau, ja. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Läufer C5. Was habe ich gemacht? Ach, König E2, ja klar. Natürlich nicht. Ups, sorry. Nicht F4 wegen. Wo war es? Ja, also hier nicht F4 wegen D3 Schach. Mhm. Also muss ich es vorbereiten mit dem Königszug. Weiß auch nicht, ob der auf G2 perfekt steht, denn sobald ich F4 spiele, könnte halt irgendwann mal hier reingehen, aber hat sich nie ergeben bei ihm. Also es kam Turm E8, F4, logisch. Okay, ja, F6 zum Beispiel geht, also gut, der Punkt ist halt, Schwarz will F5 prinzipiell nicht machen, weil ich dann einen schönen Freibauern habe. Und wenn er F6 spielt, dann kann ich halt im Moment E6 spielen. Auf Turm E6 weiß ich nicht, ob Läufer H7 ging, aber Läufer D5 ist der einfachste. Und wenn er nimmt, einfach hier, mal reinfesseln. Ja. Und dann habe ich eine Qualität gewonnen, das ist klar. Er hat G6 gespielt, ich glaube, das war nicht so dumm, ja, das war gut. Mhm. Und jetzt, ja, weiß ich nicht, ob ich den besten Plan gefunden habe. Springer umgruppieren. Mhm. Wo wollte er denn hin, der Springer? Ja, mein Springer.
Ja, eigentlich würde ich ja gerne den Springer nach E4 stellen, wenn ich dazu komme. Ja. Also könnte natürlich auch nach B3, aber nur wenn der Bauer schwach ist. War dann in der Partie wohl so. Also sein Plan ist ja eigentlich, also er will ja auf Dauer F6 spielen und das, ich habe halt überlegt, ob ich dem entgegentreten kann. Also gleich F6 droht ja immer noch nicht wegen E6. Also keine Ahnung, vielleicht hätte ich hier G4 spielen sollen, ich weiß es nicht. Und König G7, G5 würde das F6 verhindern, aber ja, und dann bin ich natürlich auch bereit, hier ein bisschen weiter zu rollen. Aber sieht auf jeden Fall schon so aus, als ob Weiß angenehmeres Spiel hat, ja. Oder? Also. Ja, bin ich auch der Meinung. Ja, inzwischen schon. Gut. Das wäre eine Idee gewesen. Mhm. Und vielleicht auch H4, H5 direkt. Aber du hast hier Springer D2 gemacht. Ich habe Springer D2 gemacht, genau. Sieht ja jetzt auch nicht verkehrt aus. König G7. Ja, also wieder wäre F6 wahrscheinlich nicht möglich gewesen. So, König G7 jetzt ist seine Idee, F6 zu spielen. Dame C4. Okay, ja, jetzt, ich wollte halt aus der Fesselung rausgehen. Und und ich decke den Punkt E6, das heißt F6 geht nicht wegen E6. Und dann ist eine Figur weg. Dame B6 kam. Ja gut, das ist halt schon ein bisschen gekünstelt, wahrscheinlich. Also da muss er dann halt genau rechnen, wenn das funktioniert. Vielleicht sollte er eher irgendwie, weiß aber nicht, ob es geht, aber sowas wie Läufer A7. Oder, ich meine, klar kann ich dann den auch wieder angreifen. Ich habe es ja, nicht so genau gesehen. Möglicherweise geht jetzt auch F6, Springer B6, F6, E6, Springer B6 ist vielleicht interessant, weiß ich nicht. Mhm. Und dann kriegt er den Bauern. Wisst ihr auch jetzt nicht, was ich sonst mache. Aber, okay. Dame B6, Computer sagt, dass jetzt gleich ein richtiger krasser Fehler kam. Ja, okay. Ja, Dame W6, Springer W3, ja, genau. Hier hat sich's entschieden. Okay, also er hätte Dame B4 machen sollen, das habe ich auch gedacht. Aber da habe ich ja schon damit gerechnet, dass ich einen Bauern gewinne, denn okay, ich könnte auch zurück, aber ich glaube, ich schlage hier raus und auf Läufer schlägt, kommt der Springer D4, das heißt, er nimmt und dann, genau, Turm D1. Okay, und dann hat er halt F6 Ideen. Deswegen, ja, da war ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Ja, Bauer mehr ist ja okay, auch okay, auf Springer A5 geht Turm B8. Ja, okay, Turm D1 und habe ich hier noch was gerechnet? Ich weiß gar nicht genau, ob ich hier Springer D4 und auf, falls er FE macht, habe ich Ideen wie Springer schlägt C6 oder sowas. Ja, vielleicht geht's für Schwarz. Jedenfalls, okay, aber er hat einen großen Fehler gemacht. Was war denn sein großer Fehler? Ja, sein Fehler war hier F6 zu spielen. Ist auch nicht ganz unmöglich. Okay, es sieht halt erstmal aus, dass eine Figur einstellt. Ist aber nicht so. Nach E6 kann er sich halt noch retten mit Dame B4. Und darüber hinaus ist ja mein Bauer quasi gefesselt, so ein bisschen. Ja. Also ja, Dame B4 muss er machen. Und jetzt kann ich hier schlagen. Ja. Er muss einen Läufer nehmen, sonst nehme ich ja erst den Springer, dann den Läufer. Und ja, okay, hier ist halt, ja, hier ist es wohl entscheidend. Also ich hatte hier noch das auch nicht sofort gesehen. Also ich hatte hier noch die Möglichkeit, Läufer D3 zu spielen, das ist aber auch nicht so toll, weil er nimmt und Springer B6 spielt und meinen Läufer angreift, das geht für ihn. Und ja, deswegen schlagen und jetzt halt Läufer schlägt C6 und möglicherweise hat er hier irgendwas übersehen. Mhm. Also er muss wieder nehmen. Ja. Ich schläge D7, so, ja, jetzt. Jetzt hast du einen starken Bauern auf D7. Genau, der erste Zug, den man vielleicht überlegt, wäre Turm D8, aber dann kommen natürlich Springer D4 und die Gabel droht halt. Ja. Das ist eine üble Gabel. Mhm. Ja, Turm E4 wäre noch denkbar, aber dann kommt halt auch Turm D1 und ich habe halt immer dieses C3 und er kann ihn nehmen wegen D8. Das ist auch einfach. Turm E2 Schach ist komplett logisch, so Turm F2, ja, schlagen und jetzt, Moment, das stimmt alles, ne, ja, und jetzt, genau, Turm D8, das hat er wahrscheinlich auch vorausgeplant, und jetzt muss man halt sehen, wie man das genau spielt, okay, Springer schlägt D4, also er hatte wahrscheinlich immer so Fesseltricks, also wenn ich so spiele, dann hat er dann zwar auch einen Bauern weniger, aber kann das vielleicht noch halten.
Jetzt kam hier dein Trick, oder was? Ja, so ein kleiner Trick ist es schon. Also Turm D1, Turm D7 und jetzt halt mit dem Turm genommen. Wenn ich den nicht hätte, könnte ich hier auch noch C3 spielen. Mhm. Erstmal den Läufer verjagen, aber das hat mir dann auch nicht so gut gefallen, wenn, ich weiß nicht, wohin zieht. Und wenn ich jetzt irgendwie nehme, dann hat er halt auch Turm D7 Ideen. Mhm. Ich habe Turm schlägt D4 gespielt und der Witz ist halt, sein König steht jetzt ungünstig, denn es gibt ja diesen Trick Läufer C5, aber ich habe... Dein Springer muss das Feld immer decken auf C5. Genau. Läufer C5 schlägt Springer 6 Schach, deswegen geht es halt nicht. Und Wie ging es denn dann weiter? Genau, es ging Turm B7, ja gut, und offensichtlich Turm schlägt D4, das Leichtfiguren-Einspiel kann er mit Bauern weniger auch nicht halten. Und also hier war dir schon klar, das gewinne ich auf jeden Fall. Normal, ja, hier war mir klar, dass, ja, das musste, da muss schon sehr viel passieren, wenn ich das nicht gewinnen sollte. Turm C4 greift den C-Bauern an, ja gut, und jetzt kam auch nicht mehr viel Gegenwehr. Dann hat Turm B6 gespielt, Springer D4, ja, C5 habe ich nicht, okay, ja. Und jetzt ist halt der Läufer weg mit C3. Ah, und dann hat er aufgegeben gleich. Vorbei, ja. Und damit war dann klar, solange Marco Dobrikow am ersten Brett nicht gewinnt, hast du das Kandidatenspiel gewonnen und darfst dann nächstes Jahr die deutsche Meisterschaft mitspielen. Du hast schon angekündigt, du würdest dir wünschen, dass es getrennt von dem Kandidatenturnier stattfindet, damit du beides mitspielen kannst. Ach so, theoretisch ja. Weil du so gerne das Kandidatenturnier mitspielst, oder? Ja, eigentlich ganz gerne. Oder einfach, weil du dich dann nochmal qualifizieren kannst für das darauffolgende Jahr. Bisher habe ich es ja immer nur gespielt, um Erster zu werden. Und müssen wir mal schauen. Der Punkt ist halt, in diesem German Masters bzw. Meisterklasse habe ich halt nicht so die großen Chancen. Da sind ja Legenden, ja, zwei Sechser-Legenden wie... Da hat ja der überwiegende Teil 2-6, glaube ich. Ja, ja, es ist kein schlechtes Teilnehmerfeld, auf jeden Fall. Ja, aber... Dann kann ich mich ja fast nur blamieren. Ach Quatsch, da kann man doch nur dann sich beweisen. Aber nochmal eine andere Frage. Und zwar, du hast ja jetzt kürzlich auch bis Pokalsieger geworden. Richtig, jetzt hier das nächste Turnier in Folge gewonnen. Scheint ja gerade schachlich ganz gut zu laufen. Genau, würdest du sagen, du hast in letzter Zeit deutlich mehr investiert oder hast jetzt irgendwelche konkreten Ziele oder worin würdest du begründen? Ja, ich habe schon eine Menge investiert. Ich weiß auch nicht, ich hatte eigentlich die erste Jahreshälfte hatte ich nur schlechte Opens. Aber da hatte ich halt auch sehr viele jugendliche Gegner. Ich meine, wenn man halt immer weiter spielt, dann geht es dann auch irgendwann wieder bergauf, das ist klar. Ja. Aber du hast jetzt kein konkretes Ziel für dich, oder? Ach so, nee, Ziele habe ich jetzt nicht mehr. Also das ist eigentlich alles erreicht. Ich meine, ich hatte mich die letzten Jahre sehr reingesteigert in die deutsche Meisterschaft, dass ich die gewinne. Also da hieß sie ja auch noch so offiziell. Und dann ist es immer schief gelaufen und bin unter anderem ja auch Tetris-Weltmeister geworden. Und wenn man Weltmeister ist, ist ja der deutsche Meistertitel im Prinzip egal. Und ja, Glückwunsch zum Tetris-Weltmeistertitel. Das ist natürlich auch etwas, was nicht jeder von sich behaupten kann, dass er Weltmeister ist. Wenn es beim Schach nicht klappt, dann muss man halt im Tetris-Weltmeister werden, ne? Richtig, ja. Nee, aber dann vielen Dank auch, dass du noch hergekommen bist und spielst du heute Abend beim Blitzturnier mit? Ja, schauen wir mal. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich müsste die Auswahl nochmal lesen. ist nach dem Abendessen. Da könntest du dann noch den nächsten Preis mit nach Hause holen. Aber vielen Dank, dass du da warst und dann noch einen schönen Abend. Ja, euch auch noch viel Spaß beim Weiterkommentieren. Dankeschön. Und